glaube, ein Bürgermeister, der macht das so, dass zum Beispiel, wenn man jemanden festmachen will, muss er das auch erstmal erlauben, ja, dass da überhaupt irgendwas hingebaut werden darf oder so. Ein Bürgermeister bestimmt, ob Straßen neu gemacht werden, wann und wo die Häuser gebaut werden oder Hotels. Man braucht auch seine Erlaubnis, um irgendwas abzureißen. Man darf ja nicht einfach irgendwo hingehen und etwas abreißen. Er hat auch einen bestimmten Hintergrund mit der Sicherheit, wie die Ampelschaltung. Es gibt nicht überall Fahrradwege. Und das muss er dann sagen, genau, wo ein Fahrradweg ja mal hingebaut werden darf und wo nicht. Eigentlich müsste es überall Fahrradwege geben, sonst ist es gefährlich und Zebrastreifen. Ein Bürgermeister, das kann man jetzt ganz formal machen, ist der Vorsitzende des Gemeindevorstandes, ist der Chef der Verwaltung, der Chef des Rathauses. Ich vergleiche es einfach mal mit einem Chef eines großen oder auch mittelständigen Unternehmens, der da um sich bemüht, dass sein Unternehmen, und das ist die Gemeinde einmal, zukunftsfähig gestaltet wird. Und dazu gehören, dass den Menschen gut geht, dass eine gute Versorgung bestimmt ist. Und da trägt der Bürgermeister die Verantwortung, dass in die Haushalte das Wasser täglich hineinfließt, dass die Abwässer fließen, dass die Straßen in Ordnung sind, Gehwege geschaffen werden, dass die Straßenbeleuchtung funktioniert, Kindergärten gebaut werden, Spielplätze gebaut werden. Es geht darum, Bauleitplanung auf den Weg zu stellen, um neue Wohngebiete auszuweisen, für Gewerbeansiedlungsmenschen, für Unternehmungen neue Gewerbegebiete auszuweisen. Eine Vielfalt von Aufgaben, die das Leben in einer Gemeinde zukunftsfähig gestalten zu haben. Und das ist die Aufgabe eines Bürgermeisters und die macht auch sehr viel Freude, denn so kann man etwas konstruieren, man kann etwas gestalten und kann etwas für seine Bürger tun.